Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu We Are Screwed. Ja, zusammen mit den beiden Chaoten. Hallo. Dem Hi. Und dem alten Mann. Und ich habe mal einen neuen Charakter. Also ihr seht das nicht, weil ich wahrscheinlich auch mich gesucht habe. Aber guck mal, ich bin die eine, die wir letztens gerettet haben. Sie heißt Kaiko. Ja, wenn da drin, wenn ich Pause mache, dann sieht man auch, wie die Charaktere heißen. Zumindest sieht man, welche ich dann habe. Da kann ich ja mal durchgehen, wie die alle heißen. Lass mich mal. Kann ich mal den Zuschauern zeigen, wie die alle heißen. Also das hier ist zum Beispiel die gute Riri. Das ist John. Das ist Elaine. Elaine heißt Morden. Und das ist halt die gute Kaiko. Ja, beim letzten Mal gab es viele chaotische Momente. Löschi hatte seinen großen Auftritt. Und jetzt heißt es sterben. Ich habe mir jetzt einfach so eine Schrottkiste mitgenommen. Ach ja, und wir nutzen heute mal das neue Raumschiff. Da kannst du direkt verschrotten. Wie, du verschrottest den Laser. Oh, der Schraubenschlüssel ist jetzt hier vorne. Das Raumschiff ist doch komplett anders aufgebaut. So, ist das wendiger? Ich würde es nicht so wirklich sagen. Obwohl doch, lässt sich ein bisschen leichter nach links und rechts lenken. Wir haben den zielsuchenden Mörser und ich glaube den durchdringenden Laser. Ja, der Projektilzerstörer kann haben wir geholt. Ja, das meine ich ja. Durchdringend ist nochmal anderer. Ja, dann ist Kai jetzt auch unsere Verteidigung und nicht nur unser Angriff. Er liebt ja seinen Laser. Gib mir den Laser. Solange er seinen Laser hat, ist er glücklich. Okay, 4 Bereiche zum Erkunden. Ich finde, das Schiff lässt sich ein bisschen leichter steuern. Dafür, dass es so schnell ist. Also es dreht sich normale schneller. Okay. Ja, wir hatten halt nur einen Platz übrig. Ich kann es ja jederzeit abbauen. Ja, guck mal, das fliegt jetzt auch richtig schnell zu dem hin. Könntest du mich bitte nicht in die Luft jagen, beziehungsweise nicht uns. Ich weiß nicht, wer es war. Oh. Ich hab den Laser. Wenn ihr Schrott rausholen wollt, das ist jetzt auf der linken Seite, soweit ich das gesehen habe. Wir haben auch nur 2 Türen, das ist was Gutes. Ja genau, arbeitet ihr mal, während ich da in den Laden fliege. Irgendwas scharrt da schon in uns rein. Wartet. Was haben wir denn hier? Erstmal gucken. Ein Torpedo? Und Schrotflinte. Torpedo? Steuerbarer. Torpedo. Angetriebener Torpedo. Dann weg mit dem normalen Ding, ne? Ja, ich finde das normale Geschütz ist eh der allergrößte Rotz. Jetzt haben wir 3 verschiedene Waffen. Also ist hier noch irgendein Schalter? Nee, den Knopf, den sieht man sofort. Okay. Dann wieder zurück aufs Schiff. Hi! Hi. Oh, eine Überraschungsbox! Schnell wegsteuern. Ich muss weiter! Mach doch einfach die Fenster zu! Ich konnte das hier also nicht schlucken. Also das da oben, das muss repariert werden, aber du kannst das doch einfach eben kurz mal zumachen. Nee, ich hatte ja gerade den... Wir haben Feuer schon wieder. Unser größtes Problem ist nach wie vor da. Löschi ist halt leider Gottes nicht mehr hier. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Leben als sonst. Sunny, du hast einen Job. Reparier das Zeug. Nee, der Torpedo fliegt raus. Nee, den packe ich jetzt extra wieder links rein, sobald... Ich hier. Ich bin gerade auf Flucht, ne? Kai, hilf ihm mal. Reparier eben kurz die Fenster. Geht doch nicht mit nur einem Schraubenschlüssel. Wo ist der denn da? Doch, mit dem Schraubenschlüssel kannst du die Fenster reparieren. Mach du. Ich werde mal den Kram darüber bringen. Ich versuche nein. Zu fliegen, damit wir die Pillen einsammeln können. Dann brauchst du nicht extra mit dem Schraubenschlüssel rumrennen. Hier ist eine Herausforderung. Hast du den Torpedo schon ausprobieren können? Nee, ne? Nein. Kai, hier, komm, den kriegt Kai.
Okay, oh, guck mal, wir auch den Schaden. Also wenn man sie rammt. Habt ihr den Torpedo schon eingebaut? Nein! Nein! Kam ja keiner dazu. Weil der ist gerade nicht hier. Weil ich hab den auch nicht eingebaut. Der ist auf der linken Seite. Nein. Da musst du irgendwann das getan haben. Oder er liegt da. Wahrscheinlich ist er irgendwann rausgeflogen. Dann müsste er ja noch irgendwo auf der Map liegen, oder? Ja, verführt er erstmal die Pille, bitte. Bevor ich da reingehe, will ich erstmal gucken, wo unser Torpedo-Ding abgeblieben ist. Wahrscheinlich das rote Ding auf der Map. Das ist ja ganz cool. Er drückt das gerade weg! Hör doch mal auf, das wegzudrücken. Lass den armen Jungen dort reden. Und dann nicht. Er wollte ja nicht, dass ich rede. Ich denke mal da. Ich glaube, ich habe gerade unseren Torpedo wieder eingesammelt. Ich guck mal. Das zweite müsste es sein. Ja. Sieht gut aus. Da ist unser Torpedo. Nein, nicht schon wieder, der Dreck. Unser Schrotti brennt. Bitte sag, dass er unseren Feuerlöscher endlich hat. Objekt freigeschaltet, ruf unseren Feuerlöscher endlich! Ey, wir haben so viele Probleme damit gelöst. Kann man das Teil eigentlich auch ins Rohr reinwerfen? Ja, kann man. Du kannst es auch reinwerfen. Muss nicht extra rangehen. Und damit haben wir Skrubaka freigeschaltet, ne? Den werde ich gleich auf jeden Fall mal ausprobieren. So klar. Keine Anlehnung an ein bestimmtes haariges Vieh, ne? So, mach ja mal einer endlich das Feuer löschen, da wir es jetzt endlich können. Ich installiere so lange unseren Torpedo. Wunderschön. So, wir haben jetzt einen Torpedo installiert. Habt Spaß. Ich will. Ach, den steuerst du danach? Nein, der ist zielsuchend. Oh, das ist ja praktisch. Okay, der Torpedo ist geil. Du gleich einmal kurz Schotti hier die Hand erweisen. Streichelt ihn mal. Obwohl, kann ich machen, ich bin näher dran. Rechts müssten Sachen repariert werden. Wer will? Ich schmeiß gerade den Kram. Kai ist unser Angreifer, ne? Er ist für unseren Krieg zuständig. Hab ich das Gefühl. Da ist noch irgendwas, ne? Was ist das? Mörser! Wir haben einen. Ihr könnt das normale Geschütz übrigens auch Schotti verfüttern. Wir haben ein Feuer! Unser Feuerlöscher ist explodiert. Macht er wahrscheinlich, wenn er leer ist. Nee, der lag da ja einfach nur rum. Wahrscheinlich, wenn der anfängt selber zu brennen. Ich fütter mal eben kurz. So. Nein! Oh mein Gott! Ich sammle noch den Schrott hier oben eben kurz auf. Den Mörser kann ich aber wegschmeißen, oder? Ja, wir haben einen besseren Mörser. Los, Kai! An die Gefechtsstation! Jetzt wird erstmal repariert. Was hast du da gerade verfüttert? Den Mörser. Hast du unseren guten Mörser verfüttert? Nein, den normalen Mörser. Wir haben gar keinen Mörser mehr. Junge, du hast unseren Mörser verfüttert. Selbstzerstörung? Selbstzerstörung aufgebaut. Wisst ihr was? Wartet, ich schmeiß es rüber. Mach die Tür auf. Achso, die Tür ist zu. Du hast einfach unseren Mörser verfüttert. Wir haben ja auch gerade ein Torpedo, brauchen wir ja auch gerade nicht. Oh, Nebula. Was war das? X benutzen. Mach da Fenster zu, Junge.
Oder mach zumindest die Tür zum Lagerraum zu, wenn du das Fenster aufmachen willst. Wir haben nur zwei Geschütze, weil du das dritte verfüttert hast. Reicht ja. Vielleicht sogar ganz intelligent, die Tür zuzumachen, damit sie nicht jedes Mal irgendwas raussaugt. Ach, die Dinger schon wieder. Aber immerhin machen die Teile keinen Schaden. Es kreist... Aua. Okay, ganz vorsichtig. Was? Du steuerst das Ding immer noch. Einer müsste mal das Fenster hier unten reparieren. Da. Have fun. Ach, du kannst es auch vom Weiten reinwerfen, guck. Mach die Tür auf. Mach sie auf. Achso, die ist zu. Da, guck, du kannst reinwerfen. Oh, okay. Wartet, erst gucken. Was haben wir hier? 100? Schatzkiste. Schraubi? Ich glaube, Schraubi, ist das auch ein Schraubi? Leg den mal kurz ab. Ja, jetzt werden wir es nicht rausfinden. Hätten wir sowieso nicht, wir hatten ihn ja schon. Kannst ja auf dem Schiff mal nachgucken. Wo sitzt der denn? Müssen ihn erstmal hier rausholen. Schleppi, sammelt Müll ein. Achso, der macht den Müll für uns. Ja, das kann, das geht auch. Dann brauchen wir uns nicht drum kümmern. Dann machen wir das Teil nur auf. Also wir müssen es halt schon rauslassen, ne? Macht erstmal bitte die Fenster heile. So, ich aktiviere das Teil hier schon mal. Damit der auch was zu tun hat. Das nächste Mal nehmen wir aber so ein Reparierrobo mit, okay? Ja, ich nehme so Teile nicht mehr. Ja, erst immer gucken, inspizieren. Ich weiß nicht, welche Taste das bei dir ist, aber bei uns ist das hier die obere. Presslieferung, was haben wir denn da bekommen? Mach die Tür zu mal. Will ich ja. Ich muss erstmal einen Schraubenschlüssel holen, weil die Tür kaputt ist. Nee, ich meinte die Tür für den Lagerraum, dass es da nicht die ganze Zeit rausgesaugt wird. Hier, hast was zu tun. Okay, wir sitzen jetzt hier in der engen Gasse. Ich stehe jetzt extra so, dass man da reinziehen kann. Einer von euch bitte den Feuerlöcher in die Finger. Ah ne, ist schon weg, alles gut. Warum auch immer. Ja, muss trotzdem hier erstmal was repariert werden. Ich bin schon dran. Wir sind schon auf den letzten Reserven gerade. Ich merke, dass die Gegner haben es aufgemacht. Perfekt. Du müsstest einmal mit den Raketen da rechts das, links das abschießen. Ja, ich will mir nur gerade ein bisschen Bewegungsfreiheit verschaffen. Ja, mit den Raketen geht das auch. Ich hatte schon Angst, dass das nur mit dem Mörser geht. Diese Selbstzerstörung. Ich weiß nicht, was es triggert. Ah, der Roboter ist frei. Er ist frei. Er kann weiterarbeiten. Sind tot. Ne, dagegen konnte ich auch nicht verteidigen. Gegen den Laser kann ich nicht treffen. Ja, du kannst ja nur Projektile kaputt machen. Der Laser ist kein Projektil. Man hat offenbar immer ein extra Leben. Vielleicht zumindest auf dem Schwierigkeitsgrad. Ich glaube, auf dem größten ist das nicht so. Oh, unser Schleppi ist weg. Na gut, dann haben wir aber auch diesmal die Chance, diesmal den anderen Roboter mitzunehmen, der selbstständig repariert. Diesmal nehmen wir Schraubi mit. Der soll das Schiff reparieren. Ich finde das praktisch. Ich finde das auf jeden Fall praktischer als jemand, der Probleme damit hat, eine Kiste zu schleppen. Ja, wenn der nicht ganz funktioniert. Ich meine, wenn der wenigstens anständig funktionieren würde. Einen Moment, jetzt erstmal direkt Schraubi rausholen aus seinem Gefängnis. Vielleicht repariert er sogar die Fenster. Reparierst du das Fenster?
Mhm. Es scheint, als würde er das Fenster reparieren. Ja, er hat es repariert. Ich glaube, die Selbstzerstörung kommt nur dann, wenn wir irgendwie Schaden erleiden oder so. Und wieder Fenster kaputt. Warum gehst du in den Laden? Also den Laden, ich dachte gerade jetzt beim Spielautomat. Ich komme rein, um zu spielen und einen zufälligen Preis zu gewinnen. Nein, Shining. Wir wissen ja bereits, dass du spielsüchtig bist. Das normale Geschütz. Aber es wäre alles ist gerade besser als das Ding, was uns alle 10 Sekunden sprengt. Wie gesagt, das Ding ist nicht schlecht per se, finde ich. Das hat aber auch schon den einen oder anderen Brand ausgelöst. Wurde ich gegessen. Stehen unter Beschuss. Ja, ist gerade keiner am Steuer. Ach, das Ding legt man nicht mal dran. Guck mal. Läuft. Ich glaub, wo sind wir da oben sind? So. Gambeln lohnt sich, Leute. Okay, der hat nichts gedroppt. Hätte ich das gewusst, hätte ich die Selbstzerstörungseinheit dran gelassen. Okay, wir können jetzt spielen, wann immer wir wollen. Ich mach's doch. Zahlen. Ich muss erstmal hin. So, Fenster aufgehalten, bevor es kaputt ging. Hast du? Nee, hast du nicht, warte. Ja, ich war mit Fenstern beschäftigt. Oh, das Ding ist jetzt weg. Man konnte es ein paar Mal benutzen, danach ist es weg gewesen. Das erklärt, warum es so günstig war. Haben wir jetzt überhaupt Plus gemacht? Ist hier jetzt irgendwas? Nein, ich glaube nicht. Nur die eine verfütter ich. Ah, guck mal, ein neues Modul. Was ist das? Was ist ja, das? In den Kisten ist immer irgendein Modul. Berserker, ja, je schlechter der Zustand des Schiffs, desto höher dein Schaden. Okay. Spätestens wenn wir in Schwierigkeiten sind, lasern wir alles weg. Ich habe nur eine Viertelstunde, habe ich noch. Kriegen wir es in der Zeit hin, Jungs? Ja, wird schwierig wahrscheinlich. Wenn du mich steuern lässt, ja! Dann steuer du. Mir ist das egal. Also bisher haben wir rausgefunden, der beste Steuermann bin ich bisher. Wir können echt direkt weiter, wir brauchen ja nichts. Doch, da unten muss geleert werden. So, muss irgendwas repariert werden. Ja, der Roboter. Komm her. Oh. Irgendwas war da. Das ich glaube, die selbst. Nee, der Berserker. Ich habe das beim Berserker-Modul aus Versehen kaputt gemacht. Das ist doof. Eigentlich eher weniger, weil der Robo ist auch eh durchgehend am Arbeiten. Ja, das ist richtig. Also ein Fail ist es ohnehin, ja. Aber ich finde es jetzt nicht weiter schlimm. Vor allen Dingen, es macht ja nur irgendwas, wenn wir Schaden haben. Und der Robo macht das ja dann die ganze Zeit weg. Rastafari. Nee, Rastafar. Der Roboter kann kein Feuer löschen. Was ist denn das für eine Station? Kundschafter-Droide. Fehler, Fehler. Verteidigungssysteme deaktiviert. Steuerraum deaktiviert. Sprungantrieb deaktiviert. Laderaum bereit. Tausche die Endlosspule aus, um den Sprungantrieb zu reparieren. Endlosspule in der Nähe entdeckt. Ach, wir müssen einen Droiden reparieren. Wir haben eine Nebenmission. Mach mal das Teil da unten kaputt. Dann kann ich auch weiterfliegen. Ich wollte zuerst den Laserschützen loswerden. Was? Der Scheißkäse lebt noch. Oder ist das die Endlosspule? Nee. Der Roboter war überfordert, weil er gebrannt hat.
Nur so nebenbei. Keiner hat sich um das Feuer gekümmert. Hör auf, nach uns zu krapschen. Das Ding hat die Endlosspule. Sunny, kannst du ihm mal eben kurz helfen? Klar. Es reicht, wenn du die Mine einmal triffst. Danke. Warum sind da jetzt schon wieder welche von denen? Wahrscheinlich, weil wir sie eben vergessen haben. Hilf dem Roboter mal beim Reparieren. Sprungantrieb verbunden. Vaterbruch. Sprung in 3, 2, 1. Zündung! Ich fliehe, hilf dem Roboter beim Reparieren. Der schafft das nicht rechtzeitig allein. Schmeiß die Pillen einfach rein. Dafür haben wir sie ja. Und dann kannst du ruhig wieder deinen Job da unten machen. Es brennt an der richtigen Stelle, ne, Sunny? Mhm. Geh aus dem Weg! Das ist ein Notfall! Keine Sorge, Sunny, wir helfen dir jetzt. Also, Kai hilft dir, ich helfe dem Roboter. Der hat gerade Probleme. Oh ja, baut mal das normale Geschütz ab. Sofort. Hier ist was. Nein, nicht dich. Was ist das denn überhaupt? Das ist was Tolles. Die feuern doppelt so lang, die Laser. Ja. Nett. Ich sag ja, ist was Tolles. Ich glaube, jetzt kommt der Boss. Sieht mir nach Boss aus. Ship den Bauer. Ja, bin sofort wieder da. Gib mir. Ja, ist Boss. Eine Minute. Oh. Gib mir eine Minute, dann bin ich wieder da. Und die Tür ist wieder kaputt. Und nein, sie ist nur auf. Scanvorgang läuft. Ich habe eine starke Energiequelle in der Nähe entdeckt. Das Wurmloch muss ganz nah sein. Meine Berechnungen können nicht falsch sein. Doch, können sie. Keine Panik, das ist ein komplett normales Phänomen. Megaboss. Oder vielleicht ist das doch nicht. Da kommt etwas richtig Großes. Der Walder steht auf. Bei den Chancen der Crew werden berechnet. Ich schätze, dass es eure Chance bringt, wenn ich meine Schätzungen mit euch teile. Ja, viel Glück! Oh, Alter, wow. Das Spiel leckt gerade irgendwie. Warte mal, ich mach mal kurz Pause. Wir haben unser erstes Game Over. Verstärke deinen Schwimmwund. Die sollen erstmal den Wurm fixen. Ja. Warum schafft er das? Ja, Aufgabe gehört dazu. Ich hab den Kampf wahrscheinlich rausgeschnitten. V-Pelz! Gravierender Schaden. Ja, Leute, wenn es euch heute gefallen hat, dann lasst doch ein Abo und ein Like da. Da ist Chewbacca. Ich weiß, der hieß anders, aber das ist Chewbacca. Ich bin Chewbacca. Und hier, ich winke euch noch. Warum machst du den eigentlich? Um Gottes Willen, jetzt sind hier zwei jahrige Viecher. Ja, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.